Hey, meine lieben Freunde. Ja, ich mache noch mal ein schnelles Video. Wie ihr seht, ich bin hier schon präpariert. Wollte gerade mit Wanda raus, meine neue Pfeife einrauchen. Aber ja, ich dachte, ich zeige euch mal, was ich da Schönes bekommen habe. Und es handelt sich um die Jahrespfeife von Pipe Dreams. Und ja, ist die 2021er. Letztes Jahr gab es ja schon eine, die 2020er, und ist auch beides von demselben Pfeifenbauer gemacht worden. Ich zeige euch erstmal die vom letzten Jahr. Super Teil, eine Bullcap, sandgestrahlt habe ich mir da ausgesucht. Die schön mit den Farben vom Pipe Dreams Forum, orange und blau. Und ja, ist grandios, die Pfeife. Ist natürlich kein Clencher, man sieht da ein ganz schmales Mundstück. Aber lässt sich trotzdem sehr gut rauchen. Bei mir ist die Pfeife reserviert für Virginias. Und ja, mal gucken, was in die neue Pfeife kommt. Aber zu der kommen wir jetzt. Schauen wir mal. Das schöne Säckchen von Henry Kroll. Meine Frau hat das andere schon in Beschlag genommen. Ich weiß gar nicht, was sie da drin hat. Freut sich jetzt wahrscheinlich, dass sie noch ein zweites dazu bekommt. Und dann schauen wir mal, was wir da Schönes haben. Ist diesmal ein klassisches Shape geworden. Ich habe mir die bestellt, weil ich eigentlich dachte, dass ich gar keine Apple habe. Aber ja, ich hatte doch eine hier, dieser China-Kracher. Diese schwarz-matt lackierte Apple, die ich, glaube ich, Ende letzten Jahres bekommen habe. Und ja, die ist sowieso den Lakelands vorbehalten. Aber jetzt schauen wir mal. Die tolle Apple. Ja, ich hole sie erstmal raus und dann können wir noch ein bisschen darüber erzählen. So sieht sie aus. Schön rustiziert. Für meinen Geschmack hätte es ruhig was aggressiver sein können mit der Rustizierung. Ein schöner Silberring. Hier oben der glatte Kopfrand. Und ja, gestempelt ist sie auch. Ich glaube, ihr seht das gar nicht. Werde ich gleich noch ein Bild von machen. Schau mal hier meine alten müden Augen. 21 HK für Henry Kroll und Pipe Dreams Jahrespfeife steht da drauf. Ich habe mich diesmal für eine gefilterte Variante entschieden. Kann ich euch zeigen. Geht alles richtig schön rein. Und Übergänge sind auch super gearbeitet, aber da muss man sich bei Henry Kroll auch keine Gedanken machen. Also, ja, wie schon gesagt, ich hatte jetzt schon 1, 2, 3 Pfeifen von ihm in der Hand und da läuft alles super toll. Ja, wie schon gesagt, hübsches Pfeifchen und ja, den Tabak, mit dem ich die jetzt gleich einweihen werde, ist ja, der Best Brown Flake, beziehungsweise der, wie heißt die Plug-Variante nochmal, der Candle Plug, genau. Der kommt da rein, das ist aber nur die erste und die zweite Füllung. So ein bisschen einrauchen und ja, ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden. 20er Bohrung, passt eigentlich ziemlich viel rein. Normalerweise diese Größe der Pfeifen, da kommen bei mir meistens Latakias rein, weil das ja eigentlich die sind, die bei mir als Mixture vorhanden sind. Alles andere ist fast alles im Flake-Format oder als Coin, aber da müssen wir mal schauen. Aber jetzt stopfe ich mir erstmal das Pfeifchen. Zeige ich noch die paar Bilder dazu und das war es dann auch schon wieder. Danke euch. Bis dahin. Tschüss.